Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Rechain of Memories mit mir, dem Mushroom. Und wir befinden uns wieder in der Eingangshalle, diesmal in Stockwerk 8. In der letzten Folge haben wir, weiß ich schon gar nicht mehr, wir haben gegen Riku gekämpft. Anscheinend Riku. Ich glaube nicht, dass es er es war. Ich glaube, das war so ein Klon oder so eine Puppe von diesem komischen Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Lass aber die Pferde nicht mit dir durchgehen, Sora. Und schön, dass der fröhliche Sora wieder zurück ist. Okay. Ich habe ja gesagt, wir entscheiden uns ja spontan, in welchen Raum wir jetzt gehen, also in welche Welt wir jetzt reisen. Ich habe irgendwie Bock auf was Angenehmes, deswegen gehen wir erstmal zum 100 Morgenwald. Ah, ich habe leider nicht abwarten können auf eure Kommentare von dem Premium-Raum, wo ich ihn einsetzen soll. Das werde ich dann noch sehen. Das wird dann noch kommen, Leute. 100 Morgenwald. Was ist los, mein Kleiner? Ich suche meine Freunde. Sind sie hier irgendwo? Hier scheint niemand zu sein. Dann suche ich wohl niemanden. Du suchst niemanden? Ja, ich suche schon die ganze Zeit, ohne Erfolg. Das viele Suchen macht mich hungrig. Ob hier wohl irgendwo Honig ist? Aber wenn ich anfange zu essen, kann ich nicht mehr weitersuchen. Lass uns gemeinsam nach deinen Freunden suchen. Du meinst nach niemanden? Nein, nach deinen Freunden. Vielleicht sind sie hier irgendwo. Komm, wir suchen sie zusammen. Oh, du suchst meine Freunde also auch. Nun, ich suche selbst nach Freunden von mir. Sind das Poos Freunde? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man seine Freunde vermisst. Also suchen wir sie doch gemeinsam. Das klingt toll. Ja. Hier im schönen 100 Morgenwald finde ich es angenehmer. Läufst du mir hinterher? Oh, wie süß er mir hinterher tapselt, ey. What the fuck? Ferkel, was zum Teufel? Was machst du da? Was? Warte. Hopsa, erwischt. Oh! Oh nein, beachtet mich gar nicht. Erstmal voll angucken. Bist du nicht Poos Freund? Nein. Nein, ich bin nicht Poos Freund. Ich bin... Hallöchen, Ferkel. Oh, du bist das Poo. Was für eine Erleichterung, ich habe jemanden gefunden. Ich habe die anderen verloren und wusste nicht, was ich tun sollte. Das erklärt auch, warum du so nervös bist. Ferkel, komm doch mit und hilf uns, unsere übrigen Freunde zu finden. Was? Also ich weiß nicht. Oh, was soll ich nur machen? Er will wohl nicht mit. Bitte, wartet. Hast du es dir anders überlegt? Ich überlege noch, aber ich habe im Gebüsch etwas Seltsames gefunden, bevor ihr aufgetaucht seid. Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ihr könnt es behalten. Sora lernt verwirren. Was brauchen wir? Genie, Naseweiß und Beschwörungskarte. Verwirre deine Gegner vorübergehend, auf dass sie seltener angreifen. Oh, okay. Naseweiß haben wir noch nicht. Bekommen wir aber noch. So. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Was soll ich bloß tun? Ja, eigentlich ist es mir egal, ne? Es ist wie im ersten Teil einfach. Eiskalt. Das ist so, glaube ich, ein Kritikpunkt an diesem Spiel, dass es halt im Grunde ist wie der Einser, dass du einfach die ganzen Welten aus dem ersten Teil wieder bereist, ohne etwas großartig Neues, bis auf das Schloss.
Aber sonst halt alles wie beim Alten, ne? Hier, gib mir mal einen Mockery Points. Ich mach mal einfach seinen Honig kaputt, Mann. Das ist seine Bude, gell? Time. Kommen hier auch Gegner? War ja gerade traurig? Hab's nicht gesehen. Komm, Puh. Wir gehen mal weiter. Wer weiß, wer weiß. Oh, wir sind bei Rabbit. Das habe ich irgendwie früher sehr gerne angeschaut, als ich noch ein kleines Kind war. So ein kleiner Bub. Dann habe ich das gerne geguckt. War irgendwo doch ziemlich interessant. So dieses naive, alles ist gut, alles ist lieb. Oh cool, eine neue Karte. Zack. Königsanhänger, Stufe 4. Geh mal kurz aus dem Weg, Puh. Hier kommen doch keine Gegner, oder? Wieso krieg ich so viel Health hier? Ich hör mal auf. Ganz kurz mal unser Deck anschauen. Wie viel haben wir? Ah, nur 7. Bibibi. Geht nicht. Ja, hier geht's im Grunde nur geradeaus und dann ist cool, ne? Lass uns mal weiter hier außen rumlaufen erstmal. Bäde, bäde. What the? Vorsicht! Du meine Güte, alles okay, Puh? Ja, ich glaube schon. Wo kam denn dieser Kürbis her? Hallo! Hallo, Rabbit! Ach, bin ich froh, dass ihr hier seid. Helft ihr mir, das Gemüse aus meinem Garten zu sortieren? Dann war der Kürbis also deiner. Du hättest beinahe Puber getötet. Ja, komm, wir helfen dir. Hilfst du beim Sortieren des Gemüses? Vielleicht ein andermal? Klar, ich helfe gerne. Okay, Gemüse, Gräuel. Sortiere insgesamt 30 Kohlköpfe und Kürbisse. Wenn du Dreieck siehst, sortiere das Gemüse durch Werfen des Schlüsselschwertes. Sortiere Kohlköpfe nach links mit Viereck und Kürbisse nach rechts mit Kreis. Der Fehler-Countdown beginnt bei 6. Wenn er 0 erreicht, heißt es Game Over. Aha. Yo, alles klar. Wir probieren es mal. Bereit? Los! Komm. Hä? Ach so. Ich dachte, ich muss Dreieck drücken, verdammt. So, easy peasy. Lemon squeezy. Bam. 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 Oh yes! War das eine Special Attacke oder wie? Oder ist es wegen Pube? Boah, puh. Mach mich nicht. Boah. Oh shit, daneben! Ach, fuck. Sorry, ey, jetzt war ich gerade verwirrt. Bam. 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 Zu viele Tasten auf einmal ist einfach zu viel für mich. Das ist ein netter Job. Der gefällt mir. Den mache ich gerne. Hier ein bisschen sortieren und so. What the fuck ist das? Ah. Steh auf, du Idiot! What fun! What fun! Ja, Mann. Wie viele noch? Einfach mehr machen, bis wir keinen Bock mehr haben, oder was? Oh Mann, ey, immer zu. So. So, irgendwie bei dem ganzen Gemüse kriege ich ein bisschen Hunger. So, geschafft. Ja, kein Problem.
Wunderbar. Rabbits! Danke für die Hilfe. Hier, das ist für dich. Sucher lernt Kreuzhieb plus. Also Kreuzhieb, ne? Was haben wir da? Cloud teleportiert sich hinter einen Gegner und verpasst ihm einen Kreuzhieb. Cloud, Stopp- und Angriffskarte brauchen wir dafür. Yo! Okay, diese Karten-Kombo habe ich. Könnten wir eigentlich uns gerade mal zusammenlegen? Warte. Nein, nein, nein. Lass mal das hier oben. Cloud kommt hier hin. So, mal hier. Das hier. Wo ist unser Zeitstopp? Ah, hab ich rausgenommen, gell? Ja, okay. Gut, 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 gut. Dann machen wir es erstmal so und lassen das erstmal. Bis ich mir die Zeitstoppkarte wieder reinlegen kann. Dann ist okay. Hi, Leute. Ich möchte mal kurz noch in seine Bude gehen, wenn es geht. Geht nicht, natürlich. Scheiße. So, hier. Monkey Points, das ist sehr wichtig. Ganz viele Points. So, alles gut mit dir? Nee, ein andermal, alles klar? Ich hab dir schon geholfen. Ich frag mich, wofür wohl diese Ballons sind. Möchtest du mit den Ballons fliegen? Hört sich nach Spaß an. So, erreiche die Spitze, während du Schätze sammelst. Wenn du zwei oder weniger Ballons hast, kannst du einen neuen nehmen. Drücke Kreis, um aufzusteigen. Ballons platzen, wenn du Äste oder Bienen berührst. Wenn die Ballons weg sind, heißt es Game Over. Bereit? 3, 2, 1, los! Aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Kann ich auch schlagen? Nee, geht nicht. Boah, das war knapp. Boah, du Hund! Verdammt nochmal! Ja, an diesen Drecksbienen vorbei. Oh Gott. Nee, da hinten ist ein Ballon, den will ich haben. Oh, verdammt, scheiße. Ist damit eingeholt, aber nicht. Sag mal, was ist das denn eigentlich für ein hoher Baum? Hey, guck mal. Nee, so nicht. Ein paar. Oh Gott. Ein paar lasse ich natürlich jetzt aus, einfach so. Ist zu gefährlich einfach. Da, wo wir es aber holen können, die holen wir uns. Nee. Nicht gegen den Ast fliegen. Haben noch einen dritten Ballon. Wunderbar. Sind das Safe Points da auf der Seite? Sollen wir uns die holen? Wow. Nee. Cool bleiben. Komm, den holen wir uns. Jawohl, sehr gut. Alter, wie schnell die kamen. So, pass mal auf, wir gehen wieder runter. So, gehen jetzt hier hoch. Guck mal, diese Bienen. Diese gefährlichen Viecher, ey. Die fliegen einfach mit denen. Seht uns nichts. Solange wir nicht gegen Ast fliegen. Schnell runter. Nicht so. Kurz warten. Und da, oh Gott, das war knapp. Und dann fliegen wir mit denen. Dann haben wir mehr Zeit. Und können uns hier diese Points holen. Lecker Punkte. So, guck mal, da sind sie. Guck mal.
Diese Geier, ey. Wo sind die anderen? Waren da nicht noch welche? Nein, gut. Ja, das ist verflucht viel Honig. Waren da noch welche? Ja, sehr gut. Oh. Können wir auch da hier durch? Ah, lieber hier oben lang. Na, komm mal. Wo fliegt ihr denn? Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Und holen wir noch die schnell. Fuck! Oh, das war jetzt böse. Komm, wir holen uns den schnell. Ach, sehr gut. Puh, dummer Ast, Mann. Oh Gott. Guck. Boah, wie sie es haben wollten. So nicht, ey. Die kriegen uns! Verflucht. Jetzt nicht gegen Ast fliegen oder so. Den holen wir uns noch. Oh Gott, nur noch. Nur eins. Yay! Geschafft. Sehr gut. Ah, Eule, guck mal. Hui, sieh an, wen haben wir denn da? Alles in Ordnung, Pooh? Ja, und wie? Ich hatte riesigen Spaß, Eule. Du könntest einen Ballon benutzen, um deine Freunde zu suchen. An sich eine gute Idee, junger Mann. Aber problematisch wird es, sobald ihr sie findet. Hm? Sobald ihr eure Freunde gefunden habt, wie kommt ihr dann zu ihnen hinunter? Ein Ballon folgt nämlich dem Wind, darauf hat man keinen Einfluss. Was, wenn ihr eure Freunde sehen würdet, aber der Wind brächte euch nicht zu ihnen? Ihr würdet sie lieber weiterhin suchen, anstatt sie zu finden und nicht erreichen zu können. Wohl wahr. Wenn ihr jemanden finden wollt, dann am besten zu Fuß. Es kann sehr spannend sein, dort auf einen Freund zu stoßen, wo man ihn am wenigsten erwartet. So geht's mir auch. Immer wenn ich mal wieder irgendwo Honig finde. So ist recht, Pooh. Immer auf Trab bleiben und weitersuchen. Okay, Eule, das mache ich. Ich kann es kaum erwarten, den Honig zu finden. Keine Sorge, ich helfe Pooh, seine Freunde zu finden. Hervorragend. Hier, das wird eure Suche beschleunigen. Sora lernt Vollgassalve. Schieße einen großen Feuerball, Junge, in die Luft und lass kleine Feuerbälle in einem weiten Radius herabregnen. Feuer, Feuer und Gravitas. Sehr praktisch, was man hier alles bekommt. Möchtest du nochmal fliegen? Hört sich verdammt gefährlich an, Mann. Das mache ich nicht. Hörst du auf? Brech ich mir alle Knochen, Mann. Verdammt nochmal, du blöde Pflanze. Puhbär? Puhbär, Winnie, der Puhbär. Mehr weiß ich auch nicht von dem Lied. Sollten schon eine Weile her, als ich das Lied zum letzten Mal gehört habe. Okay, weiter geht's. Wen finden wir jetzt? Hohoho! Möchtest du vielleicht ein bisschen mit mir hüpfen? Möchten wir das? Ich denke mal schon. Ich schaue mich mal kurz um und dann hüpfen wir ein bisschen mit dem guten Tigger. Guck mal da hinten. Aha. Wie komme ich da hoch? Möchte da hoch? Verdammt nochmal, vielleicht gegen ihn gewinnen oder so? Über die Bäume kann man nicht dahin, gell? Oder vielleicht auch? Nein.
Na, da hinten ist so eine Höhle, seht ihr das? Alles klar. Alles klar, komm. Wir springen ein bisschen mit dir rum. Möchtest du zusammen mit Tigger hüpfen? Auf jeden Fall. Tiggers Hüpferton. Springe auf die gleichen Stümpfe wie Tigger, springe 25 Mal, um es zu schaffen. Benutze Kreis, Dreieck, Viereck, X, um den nächsten Stumpf auszuwählen. Ein verpasster Stumpf bedeutet Game Over. Oh Gott, nein. Hörst du mal auf? Okay. Cool. Ja, okay, gut. Alles klar. So, also. So, so und so. Und wieder zurück zum Kreis. Okay. So, 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 so und zurück zum Kreis. Mein Fliegengedächtnis ist schon am Limit. Kreis, Dreieck, X, Kreis, Viereck, okay, Viereck, Kreis, Dreieck, X, Kreis, Viereck. Ja, hoch, runter, rechts, links. Und wieder rechts, okay. Hopp, 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 hopp. Und wieder zurück. So, okay, jetzt pass auf, die letzte Runde. So, so, so. Es ist immer gleich, außer die letzten Sprünge. Und jetzt wohin? Okay. Okay. Wupp. 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 Easy. Achso, es hört ihr nicht auf. Es geht einfach weiter. Mal schauen. Wupp. 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 Okay. Hoffentlich habe ich das noch im Kopf. Oh, yes! So, das war das letzte Mal. Ich habe keinen Bock mehr. Das reicht, Tigger. Das reicht. 40 ist ein guter Score. Ja, kann man mal fortsetzen. Ich mache wieder normal aufhören und nicht, dass es so... Nicht, dass ich jetzt hier beende und dann ist es kaputt und ich darf alles nochmal machen. Das wollen wir natürlich nicht. Oh. Oh. So. Hohohoho. Gar nicht mal schlecht. Wir haben nun versucht, wie du zu hüpfen, Tigger. Ich bin überrascht, dass du mit mir mithalten konntest. Tja, inzwischen ist mir wohl kein Hüpfer zu schwierig. Ist dem so? Dann mach doch mal das nach. Wow! Wow! Und fliegen kannst du auch noch. Und, traust du dir das zu? Keine Chance. Ach, du musst es nicht genauso machen wie ich. Denk dir die eigene Hüpfer aus. Finde deinen Stil. Ich bin Tigger und du bist du. So macht's Spaß. Hohohoho. Tigger, du hast was fallen lassen. Ach, das? Habe ich beim Hüpfen oben auf dem Baum gefunden. Kannst du haben, Sora. Ist für mich nur Ballast, wenn ich hüpfe. Sora lernt warten auf Eden. Bambi hüpft, was hoppelt um das Kampffeld und verwirrt die Gegner. Bambi, Angriffskarte und Angriffskarte. Hört sich doch mal gar nicht mal so verkehrt an. So, und wie komme ich jetzt da hoch zu dem, zum Drecksschatz? Du, 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 du.
Da geht er nicht hoch, ne? Schade. Schade. Pass auf. Können wir von hier aus, von diesem Stamm? Auf diesem Stamm? Nee, geht nicht. Komm schon, halt dich doch einfach fest, dann kommst du da hoch, verdammt. Wie sollen wir da hoch? Puhbär! Hilf mir doch mal! Komm, ich wirf dich einfach hoch. Und du wirfst mir den Schatz runter. Wow. Geht leider nicht. Schade. Ah, wenn ihr wisst, wie ich da hochkomme, könnt ihr es mir gerne schreiben. Außer es passiert jetzt gleich. Fail mit der Kamera. Nicht schlecht. Oh je. Ganz schön stürmisch da, dieses Loch da. Ich denke mal, das ist der... Das ist das kleine Känguru. Ich habe vergessen, wie es heißt. Oh Gott. Was soll das denn? Schatzsturz. Sammle Schätze, während du vom Himmel fällst. Wenn du ein Hindernis triffst, drücke Dreieck, um Pu zu erreichen. Oder du kannst keine Schätze einsammeln. Dreh den linken Stick und drücke Viereck, um Hindernisse auszuweichen und Schätze schneller zu erreichen. Okay. Wo sehe ich die Schätze? Sind das diese Dinger da? Oh Gott. Ja. Boah, da waren Hindernisse. Guck mal. Oh Gott, wie viele? Woo! Lass ich niemals los, Puh. Ja, ist es gut? Oh, 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 oh. Das ist mal eine nette Abwechslung. Oh Gott, zu den ganzen Kämpfen, die wir in den letzten Folgen machten. Mal was anderes, finde ich gut. Oh Gott. Irgendwie ausgewichen? Oh, Jesus. Was soll das denn? Yes. Easy. Sehr gut. Ohne Kamera. Jetzt bekommt ihr sie wieder ganz kurz zu sehen. Und jetzt bin ich wieder weg. Bist du es, Ru? Was hast du da drin zu suchen? Ich war auf der Suche nach Tigger. Wurde vom Wind hochgeweht und bin hineingeplumpst. Und hast festgesteckt? Nein. Ich wollte warten, bis Tigger vorbeikommt. Der wirbelnde Wind hätte ihn dann wie mich hochgeweht. Und kommt er wieder runter, werde ich schon hier warten. Das wird Tigger bestimmt überraschen, meinst du nicht? Und wenn er woanders runterfällt? Ja, während Tigger sich vom Wind treiben lässt, hüpft er dabei womöglich noch sonst wohin. Ehrlich gesagt habe ich langsam auch keine Lust mehr darauf zu warten, dass er vorbeikommt. Statt zu warten, könntest du ihn doch auch suchen gehen. Stimmt, das ist eine tolle Idee. Ciao. Ja? Übrigens, das hier habe ich im Gebüsch gefunden, nimm es. Mega-Ether. Wow. So, ich muss es jetzt langsam wieder hinkriegen, meine Kamera immer zur rechten Zeit anzumachen und auszumachen, verdammt. Aber da ist Esel. IA, Eselmann. Ist auch so ein Esel. Von wo kamen wir? Von da unten, gell? Na ja, dann gut, dann sprechen wir mal mit der Esel. Hab wieder mal meinen Schwanz verloren. Weißt du, wo du ihn verloren hast? Dann würde ihn ja nicht suchen, oder? Oh ja, da ist er ja. Ich wusste. Wenn ich nur auf meinen Bauch höre, werde ich schon etwas Honig finden.
Aber wahrscheinlich habe ich dabei die Bienen aufgebracht.